So, guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podiumsgespräch und Vortrag in der Städtischen Galerie Nordhorn. Und ich werde heute nur eine ganz kleine moderierende Rolle haben, denn ich habe zwei Gäste, die diesen Abend hier eigentlich voll in die Hand nehmen werden, würde ich mich auch sehr freuen. Herzlich willkommen an Pierre-Marie Remmers und Juliane Bischoff. Und kurz zur Vorstellung, Pierre-Marie Remmers ist heute aus Berlin zu uns gekommen, stammt aber ursprünglich hier aus der Region, nämlich aus Lingen. Und da kommt auch gleich die Verbindung her, warum wir heute Abend hier sind. Es wird ja unter anderem um Kunstwegen gehen und da gibt es eben eine alte Kenntnis und Verbindung, aber natürlich ein ganz neues Thema, mit dem wir uns heute hier beschäftigen wollen. Und Juliane Bischoff ist Kuratorin am NS-Dokumentationszentrum in München. Ein Institut, das sich natürlich von der Kernaufgabe her auch der Aufarbeitung und Bearbeitung von Geschichte widmet. Sie ist dort aber auch Kuratorin und für Kunst zuständig. Und das ist natürlich eine Verbindung, die uns besonders interessiert. Was hat Kunst eigentlich mit der Aufarbeitung von Geschichte zu tun? Das ist auch der Titel, den wir hier an der Wand sehen. Was hat Kunst damit zu tun? Und wir sind ein Institut für zeitgenössische Kunst und haben ab und zu auch natürlich, wenn Künstlerinnen und Künstler sich mit Geschichte beschäftigen, auch mit solchen Fragen zu tun, aber nicht automatisch und immer. Wir sind oft eher mit der umgekehrten Frage konfrontiert, was hat das jetzt eigentlich mit Kunst zu tun? Das ist Teil unserer Kunstvermittlungsarbeit. Also das ist eine immerwährende Herausforderung, die wir haben. Und insofern wird das jetzt auch, glaube ich, ein sehr spannendes Projekt, über das wir heute Abend hören werden. Es geht darum, dass wir im Sommer eine sehr tolle Veranstaltung planen, die initiiert und konzipiert wurde von Pia. Die ist mit dieser Idee dann auf uns zugekommen bei Kunstwegen. Das ist schon ein Weilchen her. Das hat sich durch Corona jetzt alles auch ein bisschen in die Länge gezogen. Wir sind aber jetzt tatsächlich in einer endgültigen Realisierung angekommen, weil wir diesen Sommer fest davon ausgehen, dass das auch stattfinden kann. Ein einwöchiges Seminar, Workshop, Vortragsprogramm, und da freue ich mich sehr drauf. Und ich gebe jetzt einfach mal das Wort weiter an Pia, und im Anschluss an die Vorträge besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass wir hier noch gemeinsam ins Gespräch kommen. Bevor wir anfangen, wollte ich noch kurz auf die Situation des russischen Krieges gegen die Ukraine eingehen. Ich glaube, davon ist dieses Event und auch die Summer School wird geprägt sein davon und wirft noch mal ein neues oder auch schärferes Licht, wie Christa Pfeiffer, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt hier ist, hallo, also in einer E-Mail an mich diese Woche formuliert hat, wenn wir jetzt über Erinnerungskultur sprechen, ja, sehen wir das vielleicht noch mal ganz anders jetzt mit den aktuellen Ereignissen, die ja jetzt schon so gesehen seit einer Woche, aber eigentlich auch schon seit 2014 herrschen. Und ja, ich glaube, wir sehen daran ganz gut, wohin Geschichtsrevisionismus und die Zersetzung demokratischer und vor allem auch vielstimmiger Gesellschaften langfristig führen können und wie gefährlich es ist, wenn Geschichte auch in den Dienst von Diktatoren genommen wird. Also Putin rechtfertigt seinen Krieg ja auch aus der Geschichte heraus, die er verfälscht aktiv. Aber was mir vor allem auch wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, dass wir die Diversität der ukrainischen Bevölkerung im Hinterkopf behalten und auch der aktuell flüchtenden Menschen. Und es kann, finde ich, einfach nicht sein, dass schwarze Ukrainerinnen und Ukrainer oder afrikanische Studierende, Asiatinnen und Asiaten an den Grenzen gerade zurückgehalten haben oder dass ihnen die Flucht erschwert wird. Das ist Rassismus, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Und ja, hieran zeigt sich auch, wie wichtig es ist, Überschneidungen und auch so eine Gleichzeitigkeit verschiedener Diskriminierungskategorien auch im Krisenmodus oder besonders im Krisenmodus im Hinterkopf zu haben, mitzudenken und wo es uns möglich ist, auch aktiv dagegen zu steuern. Das zum Aktuellen. Jetzt aber zur Summer School. Ich blende hier nochmal eine zweite Version unseres Posters ein, wo Sie auch die Unterüberschrift sehen und unsere aktuellen Daten. Der Titel dieser Summer School, wie wir sie jetzt dieses Jahr nennen, ist What's Art Got to Do With It? Da mag man vielleicht an den Tina Turner Song erinnert sein.
auf Kunst, also was hat Kunst damit zu tun, und die findet in diesem Jahr vom 22. bis zum 28. August in Bad Horn bzw. hier in Nordhorn statt. Und diese Idee begleitet mich eigentlich schon seit 2017 zu dem Projekt. Da war ich dann seit längerem mal wieder länger in der Gegend, weil ich für die Skulpturprojekte in Münster gearbeitet habe. Ich bin in Lingen aufgewachsen, wie Thomas ja gerade schon gesagt hat, und habe 2011 Abitur gemacht und bin dann erstmal in die weite Welt, in Anführungszeichen. Und dann bin ich zurückgekommen und Peter Lüttje, der heute Abend leider nicht hier sein kann, von der Kunsthalle Lingen, hatte mich dann auf die Arbeit hingewiesen, die mir vorher gar nicht bekannt war. Und ich war, muss ich gestehen, beim ersten Besuch schon sehr überzeugt von der Arbeit und davon, wie sie Kunst, Geschichte und auch Natur hier miteinander verbindet. Mir wurde gesagt, dass die hier Anwesenden wahrscheinlich alle diese Arbeit von Fischli und Weiß kennen. Trotzdem möchte ich noch mal kurz auf die Hintergründe, die Entstehung der Arbeit eingehen und daraus auch ableiten, warum ich jetzt dieses Projekt überhaupt mache. Ich glaube, das ist ganz gut, dann haben wir auch alle einen Wissensstand sozusagen. Fischli und Weiß ist ein Schweizer, aus der Schweiz stammendes Künstlerduo. Hier sieht man sie, wie sie durch das Gebiet der Skulptur stapfen. Die oft sehr humorvoll mit Alltagsgeschichten, Alltagsgegenständen und Alltagsmaterialien auch umgehen. Und im Rahmen des Projekts Kunstwegen, einer Skulpturenroute, die entlang der Vechte vom niederländischen Zwolle ins deutsche Nordhorn führt, wo wir gerade sind, aber auch andersrum natürlich, also man kann auch hier losfahren, wurden Fischli und Weiß 1999 von den Gastkuratoren Harald Seemann und Zdenek Felix eingeladen, eine skulpturale Arbeit im Außenraum zu realisieren. Dabei waren sie, soweit ich das bisher weiß, relativ frei darin, den Ort und die inhaltliche Ausrichtung des Werkes selbst zu wählen. Die beiden wählten ein kleines Waldstück hinter einer Wohnsiedlung, die tatsächlich schätzungsweise aus nur 8 Wohnhäusern besteht. Und diese Wohnsiedlung heißt Bad Horn. Und die befindet sich auf dem Gebiet des ehemaligen NS-Strafgefangenenlagers, des sogenannten Stalag 14 Bad Horn, das dann ab 1939 zum Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager 6C Bad Horn wurde. Zwischen 1933 und 1945 wurden im Gebiet des heutigen Emslandes und der Grafschaft Bentheim insgesamt 15 sogenannte Emslandlager von den Nationalsozialisten errichtet und betrieben. Sie waren Teil des groß angelegten Projektes der inneren Kolonisation, die in die sogenannte Blut- und Bodenideologie der Nazis mündete und die als rückständig geltende Gegend zu einer wirtschaftlichen Vorzeigeregion machen, sowie Platz für arische Siedler, sogenannte Neubauern, aus den Ostgebieten des Reiches schaffen sollte. In den Konzentrations-, Straf- und Kriegsgefangenenlagern wurden in den ersten Jahren vor allem politische Gefangene interniert und zur Arbeit im lokalen Torfabbaugebiet und zur Unterstützung bei der Trockenlegung der Moorgebiete gezwungen. Sie stammten überwiegend aus dem sozialistisch bzw. kommunistisch geprägten Ruhrgebiet und wurden durch das von einigen Insassen selbst komponierte Lied »Die Moorsoldaten« zu einem Sinnbild des internationalen antifaschistischen Widerstandes. Hier, das sind Fotografien aus Esterwegen, also historische Aufnahmen vom Lager 14 Bad Horn, das 1938 errichtet wurde und ursprünglich für 1000 Häftlinge ausgelegt war. Nach Kriegsbeginn 1939 wurden hier, wie in den anderen Emslandlagern auch, vorwiegend Kriegsgefangene aus der Sowjetunion und Frankreich sowie dessen Kolonien interniert. Mit über 4000 Häftlingen wurde der Standort Bad Horn in dieser Zeit jedoch weit über Kapazität belegt. Schwerstarbeit, unzureichende Ernährung und mangelhafte hygienische Verhältnisse in den Baracken forderten zahllose Opfer. Das Lager wurde 1945 dann von kanadischen Truppen befreit und zu einem Auffanglager für Geflüchtete und Vertriebene umgebaut. Als die Baracken nicht mehr benötigt wurden, wurden sie von den Bauern und BewohnerInnen der Umgebung abgetragen und zum Teil in landwirtschaftlichen Betrieben als Lagerhäuser oder Kornspeicher weiterverwendet. Vom Lager Bad Horn ist lediglich die Trafostation übrig geblieben, die bis heute am Eingang der Wohnsiedlung steht. Man sieht die hier da oben, dieses Gebäude, und auch, glaube ich, noch so ein Anschlussgebäude dahinter, so ein längliches. Okay. Genau, und also das, daran erkennt man das auch, wenn man da reinfährt. Und hier ist jetzt eigentlich keine Bebauung mehr, eher da hinten geht es dann in die Siedlung. Ich habe hier auch noch eine Luftaufnahme, das fand ich sehr interessant, auch in Esterwegen, auch aus der Gedenkstätte Esterwegen. Hier sieht man einmal links das historische Luftbild von 1944.
mit diesen Gräben, die kennen Sie wahrscheinlich, ne? Die, das ist ja diese Form, wie Sie den, die Moore da trockengelegt haben. Und das ist hier 2010, da sieht man die Siedlung wirklich sehr exakt auf dem Gebiet des damaligen Lagers. Und hier führt ein Weg dann in dieses Waldgebiet, in dem sich die Skulptur von Fischli und Weiß befindet. Und auch in dem Waldgebiet sieht man noch so Spuren von der Trockenlegung des Moores und der Abbau, des Abbaus vom Torf. Die Künstler entschieden sich dazu, einen 1,2 Kilometer langen Holzbohlenweg aus Eichenholz durch das Waldgebiet zu bauen. Der schmale Rundweg läuft auf kein konkretes Ziel zu. Er zeichnet sich durch eine Vielzahl von Kurven sowie große Höhenunterschiede aus und ist an einigen Stellen lückenhaft. Wer von Ihnen den Weg schon einmal gelaufen ist, weiß, dass durch diese Gestaltung eine sehr bewusste und konzentrierte Auseinandersetzung mit dem Weg notwendig wird. Also man kann meistens nicht einfach so darüber spazieren. Auf halber Strecke lichtet sich der Wald dann kurzzeitig und gibt den Blick auf ein heute renaturiertes Torfabbaugebiet frei. Die wichtige Rolle der Natur, auf die sich das Kunstwerk konsequent bezieht, wird auch darin deutlich, dass beim Bau der Skulptur ganz bewusst auf langlebige Metallstützen oder einen rutschfesten Belag verzichtet wurde. Damit ist die Skulptur den natürlichen Bedingungen und Gegebenheiten ihrer Umgebung weitgehend ausgesetzt. Als stiller Begegnungsort bietet die Skulptur die Möglichkeit, die Geschichte der lokalen Emslandlager und der dort internierten Gefangenen zu gedenken. Die Beschreibung des Werkes auf der Internetseite von Kunstwegen spricht hier angesichts der Gleichzeitigkeit von faszinierender Natur und grausamer Vergangenheit vom Aufkommen widersprüchlicher Emotionen. Zitat: Der aufscheinende emotionale wie intellektuelle Konflikt zwischen Wissen und Erfahrung, zwischen Sichtbarem und Erinnertem, ist von jedem Einzelnen individuell zu lösen. Ein schmaler Pfad, gefahrlos zu betreten, aber nicht gedankenlos zu gehen. Fest im Boden verankert und doch manchmal schwankend, ein Fußweg, ein Gedankenweg. Dem möchte ich aber noch etwas hinzufügen, denn ein Weg durch das Moor empfinde ich auch nicht nur als einen Verweis auf den Prozess des subjektiven Erinnerns, sondern auch auf einen Verweis auf das gesellschaftliche und kollektive Erinnern. Stellenweise immer wieder in sich zusammenfallend, chronisch lückenhaft und zeitweise sogar gänzlich abgebrochen, um die Ecke führend, von beiden Seiten begehbar, durch Höhen und Tiefen gekennzeichnet, entsteht hier auch das Bild einer nichtlinearen, prozessualen, unvollkommenen, einer Vielzahl von äußeren Einflüssen ausgesetzten Kultur des Erinnerns. Nach meinem Abitur 2011 habe ich ein freiwilliges soziales Jahr mit der Aktion Sühnezeichen gemacht. Vielleicht ist das einigen hier ein Begriff. Die NGO organisiert neben einjährigen internationalen Freiwilligendiensten vor allem auch kurze Projekte. Die nennen das dann Sommerlager. Die dauern immer so 2 bis 3 Wochen. Und als Teilnehmerin und Leiterin einer Vielzahl dieser Sommerlager war ich immer total beeindruckt von der praktischen Ausrichtung. Also das hat mir immer besonders Spaß gemacht, weil man da Einsatzeinsätze auf jüdischen Friedhöfen hatte, an Oral History Projekten mit griechischen Überlebenden gearbeitet hat, aber auch einfach mal als Putzkolonne in Alten- oder Behindertenheimen gearbeitet hat. Und das fand ich immer einen guten Ausgleich zu, wenn man das Jahr über eher am Schreibtisch sitzt und schreibt oder Ideen entwickelt und dann aber wirklich mal hands-on irgendwie Projekte unterstützen konnte. Und dieser Ansatz hat eigentlich die Grundlage für das Projekt der Summer School gebildet. Also als ich da das erste Mal war, habe ich irgendwie gleich so dieses Gefühl gehabt, okay, hier muss man irgendwie was machen und mit anpacken. Die Skulptur hat nämlich, oder wie Sie wahrscheinlich wissen, wenn sie schon mal da war, stellenweise immer wieder, ist sie ja immer wieder in einem sehr kritischen Zustand. Und das ist ja zum Teil auch gewollt oder hier eingeplant von den Künstlern. Wie ich schon gesagt habe, haben sie ja bewusst auf Materialien verzichtet, die dem etwas entgegensetzen könnten. Aber trotzdem ist es ja unser Anliegen und auch von der Städtischen Galerie und auch von den Künstlern, dass sie nicht gänzlich verfällt, weswegen Kunstwegen einmal im Jahr einen Gartenlandschaftsbauer organisiert, der so die schlimmsten Stellen ausbessert. Und hierbei dachte ich, könnte man ja eigentlich mal tatkräftig unterstützen, indem man ein, zwei Wochen an der Skulptur arbeitet und dadurch auch die Möglichkeit hat, sich intensiver mit ihr und auch ihren Inhalten auseinanderzusetzen. Seit 2017 ist jetzt einiges an Zeit vergangen.
Und ich bin irgendwie immer wieder gedanklich zurückgekehrt und habe überlegt, wie könnte man das gestalten. Und ja, und auch mit aktuellen Debatten der Erinnerungskultur verbinden. Auch in diesen Jahren, seit 2017, hat sich da ja schon wieder sehr viel getan. Und deswegen beinhaltet das finalisierte Programm, das wir ja jetzt anstreben, im August umzusetzen, noch viele weitere Punkte und nicht nur die praktische Instandhaltungsarbeit, sondern auch Workshops, Performances, Lesungen und Diskussionen mit KünstlerInnen, KuratorInnen und lokalen AkteurInnen. Und die Frage, die uns dabei leiten soll, ist eben, was hat Kunst eigentlich mit Geschichtsaufarbeitung zu tun und welche Rolle hat sie im Diskurs um kollektive Erinnerung? Ja, welche Rolle kann sie spielen, soll sie spielen und muss sie vielleicht auch spielen? Und damit soll im Rahmen der Summer School gemeinsam das Verhältnis zwischen den gesellschaftspolitischen und geschichtswissenschaftlichen Dimensionen der Erinnerungskultur und den kritischen Potenzialen künstlerischer Praxis ausgelotet werden. Ein großes Vorhaben, aber ich glaube, es ist okay, wenn wir auch einfach mit weiteren Fragen dann aus der Summer School rausgehen. Und genau, jetzt Programm stelle ich Ihnen jetzt mal vor. Vorab muss ich noch kurz wollte ich noch kurz was zur Zielgruppe sagen, weil ich hatte immer das Gefühl, dass das nicht so ganz klar ist, an wen sich das richtet. Also erstmal richtet es sich nicht nur an Personen aus den Disziplinen Kunst, Geschichte, Politikwissenschaften, also aus den Geisteswissenschaften. Ich weiß, dass sich natürlich primär Leute angesprochen fühlen, die irgendwie in dem Bereich wissenschaftlich oder anderweitig tätig sind, aber es ist mir ganz wichtig, dass die Summer School ab 18 Jahren ist und damit auch für Bundesfreiwilligendienstler, für Leute in Ausbildungsverhältnissen oder anderweitig Beschäftigte zugänglich sein soll. 18 auch der Einfachheit halber, weil noch jünger, dann hätten wir Schülerinnen und Schüler und dann wird es versicherungstechnisch auch immer schwierig. Aber auf der anderen Seite ist sie auch offen für Leute über 60 oder älter. Und wer Lust hat, sich einfach mal eine Woche ganz intensiv noch mal mit Fragen der Erinnerungskultur zu beschäftigen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, neue Leute kennenzulernen, ist auch sehr, sehr herzlich eingeladen. Und aus meiner Erfahrung mit diesen Sommerlagern, von denen ich gerade erzählt habe, kann ich sagen, das ist so spannend, dieser intergenerationale Austausch. Also ich hatte da wirklich schon Teilnehmende 18 und einen Pastor, der war 80. Und das war eine der spannendsten Sommerlager, weil das auch natürlich mal geknallt hat. Aber ich glaube, wir sind da alle, waren alle 10 Zentimeter größer, als wir nach Hause gefahren sind, weil wir so viel gelernt haben. Deswegen sind Sie alle natürlich herzlich eingeladen, teilzunehmen, oder spread the word. Wenn Sie von Leuten wissen, die das interessieren könnte, dann freue ich mich, wenn Sie das in Umlauf bringen. Wir sind auch gerade dabei, noch Flyer und Poster zu produzieren, damit wir viele Leute erreichen können. Jetzt aber zum Programm, damit Sie dann auch wissen, worauf Sie sich einlassen würden. Also Montag, der 22. ist einfach mal Anreisetag und es gibt eine Einführung ins Programm. Wir sind dieses Jahr im Kloster Frenzwegen für die Woche und alle Teilnehmenden werden dort übernachten und es wird auch ein Großteil der Veranstaltung dort stattfinden. Also die Workshops werden dort stattfinden und zum Teil auch das Abendprogramm. Und dazu gibt es dieses Jahr extra Sitzmöbel für die Summer School, die wir im Klostergarten aufbauen werden. Dazu habe ich den Künstler Friedemann Heckel eingeladen und ich war von seinen Sitzmöbeln so begeistert, weil die, die haben das Ziel, genau, den Einzelnen so aus seinem solitären Dasein herauszulösen und so eine Möglichkeit des Zwiegesprächs zu schaffen, ohne dass man gleich in der großen Gruppe zusammensitzt. Das ist so eine andere meiner persönlichen Erfahrungen, die ich mit in großen Gruppen sitzen gemacht habe. Ich finde das manchmal schwierig, da zu Wort zu kommen oder sich zu trauen, auch zu sprechen. Und diese Möbel sollen eben die Möglichkeit schaffen, ja, für eine intime Diskussion, für eine Rücksprache im kleinen Kreis und bieten damit, glaube ich, das Potenzial, Ideen oder Fragestellungen zu entwickeln, die sich in einer zu großen Runde oder ganz alleine einfach nicht ergeben. Und ich sehe auch da das eine so ein bisschen als eine potenzielle Bibliothek, wo man vielleicht die ganzen Bücher und Sachen, Zeitschriften hinlegen kann, die wir mitbringen.
wo dann Teilnehmende zwischendurch auch mal blättern können. Also das, da wollen wir uns so ein bisschen einen eigenen Raum mitschaffen in dem im Klostergarten. Genau. Dann am Dienstag werden wir erstmal zur Skulptur von Peter Fischli und David Weiß fahren und uns auch, glaube ich, mal die Zeit nehmen, da wirklich ganz in Ruhe und auch gerne einzeln drüber zu laufen und jetzt gar nicht so viel vorwegzunehmen. Ich werde eine kleine Einführung geben, aber mehr ist dann eigentlich gar nicht geplant. Wir werden dann eine kurze Mittagspause machen und dann am Nachmittag in die Gedenkstätte Esterwegen fahren und haben da eine Führung. Und am Abend wird es ein Gespräch mit, das ist ein Tippfehler, Kurt Buck und Roland Nachtigeller geben. Hier sind die beiden, da ist auch noch das Porträt KB, muss auch eigentlich noch weg, natürlich. Das hat er nicht, da ist so ein Schild am Kopf. Vorweg muss ich sagen, ich habe Kurt Buck bisher nicht erreichen können. Wenn irgendjemand von Ihnen seinen Kontakt hat, ich habe versucht, ihn telefonisch zu erreichen und per E-Mail, mir wurde aber von Mitarbeitern der Gedenkstätte Esterwegen zugesichert, dass er sich wahnsinnig über die Einladung freuen würde. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach schon mit ins Programm aufgenommen. Für alle, die ihn nicht kennen, Kurt Buck ist der ehemalige Leiter des DIZ, des Dokumentations- und Informationszentrums der Emslandlager, das sich ja schon lange vor der Gedenkstätte Esterwegen gegründet hat und sehr zur Gründung der Gedenkstätte dann beigetragen hat. Deswegen finde ich ihn eine sehr spannende Stimme. Und Roland Nachtigeller ist Kunstwissenschaftler und Ausstellungsmacher und hat hier gemeinsam mit Martin Köttering, der ja damals die Städtische Galerie geleitet hat, das Kunstwegenprojekt auf den Weg gebracht und hat also diese Skulptur von Fischli und Weiß mitorganisiert. Und der ist seit 2022 der Geschäftsführer der Stiftung Insel Hombroich in Nordrhein-Westfalen. Und die beiden würde ich zum ersten Abend gerne einladen, weil ich das auch wichtig für die Teilnehmenden finde. Die kommen hier hin und es gibt ja schon irgendwie so eine Infrastruktur des Gedenkens, ja, mit der Gedenkstätte und dem Werk von Fischli und Weiß. Und ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu gucken, wie sind wir da hingekommen oder wie steinig war der Weg vielleicht auch zum Teil, bis es so eine Gedenkstätte wie Esterwegen hier im Emsland und für die Grafschaft geben konnte. Genau, das ist das Gespräch des ersten Abends. Dann der dritte Tag, ja dann eigentlich schon, der Mittwoch. Das ist unser Tag für die praktischen Instandhaltungsarbeiten an der Skulptur. Da werden wir morgens nach dem Frühstück dahin fahren und dann gemeinsam auch mit dem Gartenlandschaftsbauer von der Städtischen Galerie, also wir werden da nicht alleine einfach auf die Skulptur losgelassen, wir werden da schon professionell dann betreut und angeleitet. Und das werden wir dann auch mit einer Mittagspause eigentlich bis so in den Nachmittag hinein machen. Und am Abend wird es dann eine Lesung mit Anna Langhoff aus dem Zeitzeugenbericht Die Moorsoldaten geben. Hier ist sie. Anna Langhoff ist Autorin, Regisseurin und Dramaturgin. Ihre Theaterstücke, Hörspiele und Prosa wurden weltweit aufgeführt und in mehrere Sprachen übersetzt. Sie ist die Enkelin des Schauspielers und Regisseurs Wolfgang Langhoff, der eines der sogenannten Emslandlager, das KZ Bürgermoor, überlebte und anschließend den berühmten Zeitzeugenbericht Die Moorsoldaten verfasste. Aus diesem wird Anna Langhoff Ausschnitte vorlesen und dann anschließend auch ins Gespräch gehen und Bezüge zu aktuellen gesellschafts- und kulturpolitischen Debatten herstellen. Was ich dazu noch sagen will, ist, dass die Abendveranstaltungen, die ich jetzt hier immer ankündige, die wollen wir öffentlich machen. Also die sind auch offen für Leute, die sich jetzt nicht anmelden zur Teilnahme an der Summer School, sondern wie diese Abendveranstaltung heute auch offen eigentlich für alle sind. Das nur schon mal vorab für die nächsten Tage, damit Sie das auf dem Schirm haben. Dann am Donnerstag wird es einen Workshop mit Juliane geben, Landbischof, und später ein Birdwalk mit Nadia Saraji. Genau, Juliane arbeitet ja am NS-Dokumentationszentrum in München an der Schnittstelle von Erinnerungskultur und bildender Kunst. Und sie wird sich mit den Teilnehmenden die Frage stellen, wie Kunst Wissen über Geschichte und ihre Bedeutung für die Gegenwart zugänglich machen kann. Dabei geht es um die Ästhetik von Erinnerungskultur sowie künstlerische Verfahren, die in bestehende Geschichtsbilder intervenieren oder zu kollektiven Auseinandersetzungen anregen. Diese Workshops sind so ausgelegt, dass die eben im Kloster stattfinden
und dann auch nach dem Frühstück starten. Es gibt eine Mittagspause und dann auch in den Nachmittag hineingehen, je nachdem, wie dicht der Workshop inhaltlich ist, sind die WorkshopleiterInnen dann auch frei zu sagen, wie lange das dann geht. An diesem ganz bestimmten Donnerstag würden wir aber am späten Nachmittag dann nochmal zur Skulptur fahren von Fischli und Weiß. Und der New Yorker Pädagoge und Künstler Nadir Sarraji würde dort einen Birdwalk, einen sogenannten Birdwalk organisieren, also eigentlich so einen Vogelsichtungsspaziergang. Und er macht das seit 2010 hat er den Harlem County Bird Club gegründet, um mit seinen Schülern in New York Harlem, hauptsächlich schwarze Kinder aus einkommensschwachen Familien, die Vogelbeobachtung näher zu bringen, die in seiner Familie schon von Generation zu Generation so weitergegeben wurde. Und für die Summer School plant er einen Birdwalk, bei dem es sowohl um die Ausbeutung der Menschen in den Emslandlagern gehen soll, als auch um die Ausbeutung der Natur im Prozess dieser inneren Kolonisierung, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Und will hier auch Verweise herstellen von der Verstrickung von faschistischer und kolonialer Gewalt. Das ist... habe ich von seinem Instagram geklaut. Da steht er auf seinem New Yorker Dach und schaut, welche Vögel er dort findet. Ich habe das Gefühl, im Amerikanischen ist das mit den Birdwalks gerade total angesagt. Im Deutschen ist das noch nicht so ganz angekommen. Er hat das 2018 in München tatsächlich gemacht, für die Kammerspiele. Hat er auch durch München einen Birdwalk gemacht. Es werden dann alle Teilnehmenden müssen natürlich ihre Ferngläser mitbringen. Müssen wir dann vorher ankündigen. Am Freitag wird es dann einen weiteren einträgigen Workshop geben, diesmal mit der Künstlerin Talia Feldmann, und am Abend einen Filmabend, der kuratiert wird von Eugene Yunam Chung. Das ist Talia. Sie ist Künstlerin, lebt in Hamburg und arbeitet im Bereich der zeitbasierten Medienkunst. Ihre Projekte, die sie gemeinsam mit AktivistInnen und forschungsbasierten Netzwerken entwickelt, haben weltweit Anerkennung für die Bekämpfung rassistischer und antisemitischer Narrative erlangt. 2021 hat sie den Dagesh-Kunstpreis für ihre Soundinstallation »The Violence We Have Witnessed Carries a Weight on Our Hearts« im Jüdischen Museum in Berlin gewonnen. In ihrem Workshop wird es vor allem um die Kraft des Zuhörens von Betroffenen rechter Gewalt gehen und darum, wie man Gedenken im öffentlichen Raum gestalten kann, indem man von den Vorstellungen und Anforderungen der Opfergruppen ausgeht. Außerdem steht die Frage im Zentrum, was aktives Erinnern eigentlich bedeutet und welche Formen es annehmen kann. Dazu wird die Ausstellung, die letztes Jahr im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen war, von der ich gerade gesprochen habe, diese Soundinstallation von Talia, werden wir im Kloster Frenzwegen ausstellen können, in den Chorgängen. Und auch das wird dann öffentlich zugänglich sein für jeden Interessierten aus der Umgebung. Wir schrauben gerade noch ein bisschen am Zeitraum, dass es hoffentlich ein bisschen länger die Ausstellung geht als jetzt nur die Summer School, weil dann wäre es ja nur eine Woche. Wir schauen, dass wir hoffentlich ein bisschen früher schon die Ausstellung installieren können, sodass man länger die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen. Eugene ist Autor, Kritiker und Gründungsredakteur der Plattform für Institutionskritik Decolonial Hacker. Er ist zurzeit kuratorischer Assistent an der Julia Stoschek Collection, eine Privatsammlung in Berlin und Düsseldorf für zeitbasierte Medienkunst, also vor allem Video. Das Programm wird sich aus Werken von KünstlerInnen zusammensetzen, die sich mit der Entstehung und Kontinuität faschistischer Strukturen in einem globalen Kontext auseinandersetzen. Auch hierzu ist dann wieder die breite Öffentlichkeit eingeladen. Es wird wahrscheinlich so 3-4 kürzere Videoarbeiten von KünstlerInnen sein. Dann am Samstag unser dritter und letzter Workshop mit James Gregory Atkinson. Am Nachmittag dann ein Gespräch mit lokalen AkteurInnen, von denen schon einige hier sind. Und dann hoffentlich eine Abschiedsparty. Wow, das klingt schon wie so ein Fremdwort für mich. Also ja, aber überhaupt Party wäre schon cool. Das ist James. Er ist bildender Künstler und Absolvent der Frankfurter Städelschule. Ausgehend von seiner bikulturellen deutsch-afroamerikanischen Herkunft reagiert er in seinen multimedialen Arbeiten auf die extreme Unvollständigkeit von Archiven schwarzer Menschen, ihren Erzählungen und Kulturen.
Indem er dabei auf die Geschichte von queeren Menschen und Schwarzen zurückgreift, bearbeitet und modifiziert und in einen Dialog mit der Gegenwart bringt, schafft er alternative Wege der Begegnung mit Vergangenheit. Sein Workshop zielt darauf ab, gemeinsam mit den Teilnehmenden kritische Strategien im Umgang mit etablierten Geschichtsschreibungen und klassischen Archiven zu entwickeln, um mithilfe von transnationalen und intersektionalen Narrativen das Spektrum der Erinnerungskultur aktiv zu erweitern. Das ist jetzt ein Bild aus James' Ausstellung, die noch bis Mitte März im Kunstverein in Dortmund zu sehen ist. Vielleicht haben Sie schon drüber gelesen, in jedem Feuilleton gab es eine Review zu dieser Ausstellung, die ist wirklich sehr, sehr spannend. Und es geht eben um schwarze Kultur in Deutschland und im Besonderen die Geschichte von Kindern schwarzer US-Soldaten mit weißen deutschen Frauen. Für den Nachmittag oder späten Nachmittag nach dem Workshop ist dann ein Roundtable mit lokalen Akteurinnen geplant, mit Leuten, die sich hier vor Ort mit Erinnerungskultur beschäftigen, Projekte voranbringen. Da sind zum Beispiel Christa Pfeiffer, die heute auch hier ist, Christa Pasternak und Heribert Lange und auch Alexandra Scholz, die ich auch noch nicht erreicht habe, aber fingers crossed. Und es soll eigentlich ein relativ lockeres Format werden, wo wir uns alle an einen Tisch setzen und austauschen, die lokalen Persönlichkeiten erzählen, was sie vor Ort machen, wo vielleicht die Schwierigkeiten liegen, wo sie oft auf Widerstände stößen, wie es läuft mit der Organisation vor Ort und so weiter. Und die Teilnehmenden wiederum erzählen, was wir in der Woche eigentlich so besprochen haben, was so die Erkenntnisse vielleicht der Woche sind und dass man da ja, vielleicht irgendwie ein fruchtbares Gespräch führen kann, auf neue Ideen kommt. Genau, sich austauscht und vor allem, ich finde auch wichtig, dass die Leute, die dann von außerhalb herkommen, auch sehen, was hier passiert und was hier schon alles passiert ist und sonst bekommen sie ja gar keinen Eindruck davon. Am Sonntag ist dann nochmal eine Feedbackrunde und dann die Abreise. Noch ganz kurz zur Teilnahme. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail. Einfach unter Angabe der persönlichen Daten, also Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Teilnahme, das sage ich gleich noch was dazu, an unsere E-Mail-Adresse und anmelden kann man sich eigentlich ab heute. Habe ich jetzt einfach mal so reingeschrieben. Also wenn Sie Lust haben, können Sie nach Hause gehen und gleich mir Ihre Daten schicken und dann buche ich das schon ein. Und wir haben das jetzt dieses Jahr so ein bisschen aufgeschlüsselt mit der Teilnahme und zwar kann man an allen Veranstaltungen teilnehmen, inklusive Übernachtung im Einzelzimmer und Vollpension im Kloster. Das würde 300 € kosten und der reduzierte Preis ist 250 €. Das beziehe ich mich explizit auf das Sternchen hier unten. Studierende, Auszubildende, VolontärInnen, DoktorandInnen, PraktikantInnen. Das ist dann im Weiteren da so ein bisschen schief gelaufen. Da steht dann nochmal überall Studierende. Aber es ist nicht nur für Studierende der reduzierte Preis, ganz wichtig. Und dann gibt es noch die Möglichkeit im Zweibettzimmer, wenn man entweder mit einem oder einer Bekannten teilnehmen möchte oder auch ein bisschen vielleicht nicht 300 € ausgeben möchte, kann man auch im Zweibettzimmer schlafen. Das kostet dann 230 € und für Studierende 180. Und dann haben wir noch ein Angebot für alle aus der Region, die sich vielleicht ein bisschen bescheuert vorkommen, wenn sie im Kloster schlafen, aber eigentlich 10 Minuten davon entfernt wohnen. Die können natürlich auch teilnehmen und kriegen dann trotzdem auch ein Mittagessen und ein Abendessen und können bei allem dabei sein und fahren dann einfach, wenn sie wollen, abends wieder nach Hause und kommen morgens wieder dazu. Da haben wir eine Gebühr von 150 € und den reduzierten Preis von 100. Das war's eigentlich. Hier ist nochmal der Name der Summer School, unsere Internetseite, die E-Mail-Adresse und auch unser Instagram-Account für diejenigen, die das interessiert. Dankeschön, das war's erstmal. Und wir haben es eigentlich ungefähr für 15 Teilnehmende ausgelegt. Wenn es jetzt ganz viele Leute aus der Region kommen, könnten auch mehr Leute teilnehmen. Aber wir haben jetzt mal 15 Betten reserviert, sage ich mal. So. Ja. Was würde man in die Workshops?
Naja, also ich glaube, 15 ist eigentlich schon ganz gut gerechnet, aber wenn es jetzt 20 werden, glaube ich, kann man das auch unterteilen. Wir müssen es halt so ein bisschen, wir haben ja die Anmeldung bis Ende Mai gemacht und so, dass die WorkshopleiterInnen dann auch Zeit haben, das so ein bisschen anzupassen. Also wenn es jetzt eher 20 sind, kann man ja die Gruppe auch dann sonst nochmal teilen über den Tag oder so. Hm? Aber ich glaube, mehr Leute, also ja. Es gibt jetzt wahrscheinlich ein paar Fragen, aber ich würde jetzt eigentlich ganz gerne erstmal zu dem Gespräch mit Juliane überleiten und dann danach zu den Fragen übergehen. Und genau, musst du einmal eine Pause machen wegen der Aufnahme? Nö, okay, dann mache ich einfach. Genau, also Juliane und ich kennen uns schon aus unserer gemeinsamen Zeit in Wien. Juliane hat da für die Kunsthalle Wien gearbeitet und ist dann 2019 nach München gegangen. Eigentlich erstmal nur für eine Ausstellung, die heißt Tell Me About Yesterday Tomorrow. Ich habe schon wieder anders geschrieben. Tell Me About Yesterday Tomorrow, eben am NS-Dokumentationszentrum. Da war der Kurator Nikolaus Schaffhausen, der eben davor die Kunsthalle in Wien leitete, eingeladen, eine Ausstellung am NS-Dokumentationszentrum zu machen. Und damit bist du nach München gegangen und dann bist du sogar dort geblieben. Und bist ja aktuell immer noch dort. Wir wollen aber trotzdem erstmal über diese Ausstellung sprechen, die ja jetzt hier auch eingeblendet ist, die auch schon vorüber ist, aber trotzdem glaube ich, oder auch für mich in der Vorbereitung ganz, ganz wichtig geworden ist mit der Zeit und über die ich gerne mit dir heute Abend sprechen würde, aber auch über dein neuestes Projekt, das heißt Departure Neuaubing, da hinten liegen Flyer dazu aus, wir kriegen auch gleich einen Einblick. Also über diese zwei Projekte wollen wir eigentlich schwerpunktmäßig sprechen. Und genau, du bist für diese Ausstellung nach München gekommen und wie Thomas das ja gerade auch schon eingeführt hat, ist das Dokumentationszentrum eher ein Ort für historisch-politische Bildung, die nichts mit bildender Kunst eigentlich am Hut hat. So wie es vielleicht das Emsland-Museum hier oder das Mohr-Museum oder so. Also, und du, ihr seid dann aber dorthin gekommen oder wart eingeladen von der Leiterin Miriam Sadov und habt dann auch Werke internationaler Künstlerinnen und Künstler in diese Dauerausstellung integriert. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ja, auch schönen guten Abend nochmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, ein bisschen Einblick in unsere Arbeit in München zu geben. Ich freue mich natürlich auch sehr, einen Workshop machen zu können im Rahmen der Summer School. Ich freue mich besonders auch über die Einladung von Pia, weil wir jetzt auch schon länger im Gespräch waren über diese Ausstellung, aber auch über ganz verschiedene Themen. Ich möchte aber zu Beginn auch nochmal mich dem Statement von Pia eingangs anschließen, dass wir, glaube ich, alle gehofft haben, wenn es um Krieg geht, dass es ein historisches Thema ist und dass insbesondere auch ja, die Narrative über Geschichte, die Verfälschung von Geschichte da ganz zentral ist. Und da auch nochmal zu erwähnen ist, dass es eigentlich auch schon einen Höhepunkt im letzten Jahr gefunden hat, als die Menschenrechtsorganisation Memorial gerichtlich verboten und aufgelöst wurde in Russland. Also da, wo man auch schon sieht, wie ideologisch solche Bilder in den Köpfen auch vorbereitet werden. Und ja, auch eine der Argumente von Putin, die Entnazifizierung ist, also da auch eine ganz klare Verfälschung der Geschichte passiert. Genau, und das glaube ich auch nochmal zeigt, wie dringlich und relevant diese Themen sind, auch darüber zu sprechen, wie die Deutung von Geschichte und mit welchen Interessen auch passiert. Ja, und da vielleicht auch ganz verschiedene gesellschaftliche Bereiche braucht, also wo wir dann vielleicht auch später nochmal über das Thema Kunst oder welche Bereiche Geschichte oder die Verhandlung von Geschichte auch betrifft. Genau, jetzt möchte ich, danke, kurz einen Einblick in das Ausstellungsprojekt geben, das Pia erwähnt hat. Eine Ausstellung, die wir untertitelt haben mit einer Ausstellung über die Zukunft der Vergangenheit. Und dazu muss man ein bisschen was zur Situation, zur Ausgangssituation sagen und auch zum Dokumentationszentrum in München selber.
Vielleicht waren einige von Ihnen schon dort. Das Dokumentationszentrum München hat als Lern- und Erinnerungsort zur Geschichte des Nationalsozialismus 2015 eröffnet. Also wenn wir über Erinnerungskultur sprechen, eine Institution, die sehr spät entstanden ist und eröffnet worden ist und die sich an einem sehr besonderen historischen Ort befindet, nämlich dem ehemaligen der ehemaligen Parteizentrale der NSDAP, das sogenannte Braune Haus, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und wo sehr lange eine Lehrstelle innerhalb der Stadt existierte und auch sehr zentral innerhalb der Stadt, nämlich direkt am Königsplatz in München gelegen, also mitten im Zentrum. Und es sehr, sehr viele Jahre gedauert hat, bis dort Erinnerung stattfand, bis was passiert ist an diesem Ort. Obwohl schon ab den 80ern sehr laute Stimmen aus der Stadt waren, dass an diesem Ort was passieren muss, dass Geschichte sichtbar werden muss an diesem besonderen Ort. Dort aber lange nur eine kleine Plakette war, was dort passiert ist. Und schließlich dann innerhalb der Stadt München der Beschluss gefasst wurde, ein Dokumentationszentrum zu gründen. Also ein Dokumentationszentrum, kein Museum mit einer Sammlung, sondern ein öffentlicher Ort, der Auskunft gibt über die Geschichte des Nationalsozialismus mit dem besonderen Fokus von der Rolle von München innerhalb des Terrorregimes. Das Haus ist geprägt von der Dauerausstellung, die sich dort befindet. Ich gehe schon mal einen Schritt nach vorne. Hier sieht man einen Einblick, wie die Dauerausstellung aussieht dort, die eben für das Haus konzipiert wurde, 2015 eröffnet hat und von einem Team von HistorikerInnen und Historikern konzipiert wurde und in chronologischer Folge die Geschichte dokumentiert. Und dies tut über die rationale Vermittlung Texte, die die Geschichte beschreiben und Bilder, die als Reproduktionen gezeigt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es auch ein bewusster Verzicht war, mit Originalen zu arbeiten, weder originale Dokumente noch Objekte. Also es ist wirklich eine Ausstellung, die sich allein durch Text- und Bildreproduktion auszeichnet. Genau, das Haus wurde 2015 eröffnet und 2018 dann hat Miriam Zadoff, die auch aktuell noch Leiterin des Dokumentationszentrums ist, das Haus übernommen und hat Nikolaus Schafhausen, der damals gerade von seiner Position als Leiter der Kunsthalle in Wien zurückgetreten ist, eingeladen, eine Ausstellung zu konzipieren. Und das war eine sehr offene Einladung, wo noch gar nicht klar war, welchen Umfang diese Ausstellung annehmen wird, welche Form sie annehmen wird. Und in dem Prozess, der am Anfang, bin ich ja auch gleich dazugekommen als Co-Kuratorin. Und wir haben dann gemeinsam diese Ausstellung über die Monate erarbeitet. Es war aber trotzdem ein sehr kurzer Zeitraum, innerhalb von einem Jahr ist diese Ausstellung entstanden, die Arbeiten von über 40 internationalen Künstlerinnen und Künstlern gezeigt hat. Es sind Künstlerinnen und Künstler aus ganz unterschiedlichen Weltregionen, aus unterschiedlichen Generationen, auch einige historische Werke aus der Zeit des Nationalsozialismus haben wir präsentiert. Und ich klicke jetzt so ein bisschen durch die Ausstellung und sage so ein paar wichtige zentrale Anliegen der Ausstellung, die ja jetzt doch schon anderthalb Jahre zurückliegt. Aber ich versuche mich kurz zu halten, weil wir wollen ja hier ein Gespräch haben und auch keinen Vortrag von mir. Genau, und zeige hier schon mal das Eingangsbild, eine Arbeit des kanadischen Künstlers Ken Lam, Coming Soon, die hier vor dem Dokumentationszentrum platziert war. Also das war auch ein Anliegen. Wir haben nicht nur innerhalb des Dokumentationszentrums Arbeiten ausgestellt, sondern auch im öffentlichen Raum, davor am Lehmbachplatz in München. Wir hatten auch assoziierte Räume. Wir haben in einer Abtei eine Arbeit ausgestellt, der Künstlerin Ida Sahendelis. Also hier auch schon mal die räumliche Ausdehnung, die schon ein Aspekt der Ausstellung ist.
Und dann aber auch die Räume innerhalb des Dokuzentrums natürlich bespielt. Die Räume, die normalerweise nicht Ausstellungsfläche sind, waren interessant. Also hier ein Bild aus dem Foyer. Gleich, wenn man sich hineinbegeben hat, die erste Arbeit, die einem dort begegnet. Aber noch viel wichtiger ist die Tatsache, dass wir Interventionen in die Dauerausstellung vorgenommen haben. Also Sie sehen jetzt hier schon ein Beispiel, Sebastian Jung, eine Serie von Zeichnungen mit dem Titel Besorgte Bürger, die wir innerhalb des ersten Teils der Dauerausstellung präsentiert haben. Und das ist eben ein sehr wichtiges Anliegen der Ausstellung gewesen, nämlich die Dauerausstellung, die sich im Haus befindet, als Ausgangspunkt zu verwenden, als Hintergrund dieser Ausstellung natürlich auch, und sie zu erweitern in verschiedene Räume, in regionale Räume, in zeitliche Räume, aber natürlich die Dauerausstellung auch als solche stehen zu lassen und eben die Erweiterung anzustreben. Und dieser Punkt der Erweiterung betrifft natürlich auch den Punkt der Aktivierung. Also was wir versucht haben mit dieser Ausstellung ist, die Inhalte, die alle schon da sind und die uns Auskunft geben über die Geschichte, nochmal neu zu aktivieren und auch mit neuem Blick zu sehen. Also dieses Wechselspiel zwischen Kunst und historischer Dokumentation, auch dahingehend zu befragen, was kann uns die eine Zeit über die andere sagen, wie verändert sich der Blick auch in beide Richtungen, inwiefern beeinflusst die Geschichte unsere Gegenwart. Aber wie hilft vielleicht auch ein Kunstwerk, eine sehr subjektive Perspektive eines Künstlers oder einer Künstlerin, die Geschichte und ihre Dokumentation, ihren Umgang auch mit der Geschichte, also wenn man so möchte, auch die Erinnerungskultur selbst und welche Form sie annimmt, nochmal neu zu sehen? Genau, vielleicht so viel erstmal zur ersten Frage. Nee, ich glaube, eine wichtige Frage oder interessante Frage finde ich, wie also euer Publikum, als ich im Dokuzentrum damals war, war zum Beispiel eine große Gruppe von Soldaten und Soldatinnen da, und ich weiß, dass auch immer wieder PolizeischülerInnen kommen, und es war vielleicht so ein Publikum auch, das jetzt nicht unbedingt in eine Kunstinstitution geht. Wie war denn so, habt ihr das Gefühl, ihr habt die mit der Kunst irgendwie das nochmal anders auch erreicht, euer Publikum? Oder wie war so das Feedback von den Leuten, die jetzt nicht wegen eurer Ausstellung gekommen sind, sondern als reguläres Publikum des Dokuzentrums? Wie haben die Ausstellung aufgenommen? Ich kann natürlich nur das wiedergeben, was welche Gespräche ich auch hatte, welches Feedback an uns herangetragen wurde. Also grundsätzlich war es so, dass wir auf jeden Fall den Kreis des Publikums sehr erweitert haben. Also wir haben das gesehen bei der Eröffnung, es waren fast 900 Menschen bei der Eröffnung, wo normalerweise 150 Leute bei Eröffnungen sind. Es ist gerade jetzt auch total unvorstellbar, nach so einer Pandemie, dass so viele Menschen in einem Raum sind oder in einem Haus sind. Also das hat sich auf jeden Fall verändert, dass glaube ich, auch der Blick auf das Dokumentationszentrum ganz anderer geworden ist. Also Pia hat es gesagt, ich habe vorher in Wien an der Kunsthalle dort gearbeitet, habe nie in München gelebt und habe natürlich auch zu Beginn dieses Prozesses und der Konzeption der Ausstellung viel in der Stadt herumgefragt, meine Kontakte befragt, wie wird denn das Dokumentationszentrum wahrgenommen? Und ganz oft war die Antwort, naja, da war ich schon, so, ich war einmal dort und kenne das Haus, verändert sich ja nichts mit der Dauerausstellung. Dieser Ort ist für Touristen und Touristinnen gedacht, die was über die Münchner Stadtgeschichte lernen wollen. Oder ich kenne das ja alles aus der Schule, das ist ja kein Ort für mich. Also das waren so Antworten, die wir oft gehört haben. Und wo auf einmal so eine Ausstellung als Intervention in die schon existierende Ausstellung nochmal neues Interesse geschaffen hat und auch geschafft hat, nochmal neu hinzuschauen, so ist das denn wirklich so, weiß ich das denn wirklich alles, kann ich das nochmal anders sehen? Also das war auf jeden Fall eine der Reaktionen, die wir bekommen haben.
dann hat es auch ganz oft zu Fragen geführt. Also wir haben ja auch versucht, mit dieser Irritation tatsächlich zu arbeiten. Die Dauerausstellung besteht aus Text und Reproduktionen, wie ich gesagt habe. Auf einmal steht da so eine Tür, die auf einmal den Ausstellungsbesuch blockiert, also wo auch erstmal dieser Moment da ist, so, was macht denn das jetzt hier, was bedeutet denn das? Also wo man auch direkt aufgefordert wird, diese Frage zu stellen. Dadurch, dass so viel Text da ist, habe ich das Haus, bevor unsere Ausstellung installiert war, auch so wahrgenommen, dass das Publikum oft sehr leise durch diese Räume geht. Also es ist natürlich auch in der Architektur so angelegt, es ist ein sehr ruhiger, zurückhaltender Ort, gedeckte Farben. Das spiegelt natürlich auch ein Bild der Geschichtsvermittlung wider. Wie ich auch schon gesagt habe, die rationale Vermittlung von Fakten. Man bewegt sich durch das Haus, versucht die Geschichte zu verstehen, versucht möglichst viele Informationen aufzunehmen. Es passieren aber sehr wenig Gespräche und es ist natürlich auch eine große Masse an Informationen, die einem da begegnet, auch überwältigende Zahlen, Fakten, auch überwältigende Bilder und wo man vielleicht sich gar nicht traut, eine Frage zu stellen. Also wo auch allein schon das Gespräch, wenn man zu zweit in der Ausstellung ist, vielleicht zu viel Aufmerksamkeit bekommen hätte, als dass man sich überhaupt traut, diese Frage zu stellen. Und einige der Arbeiten, die wir gezeigt haben, die hatten Sound, die hatten Bewegtbild, die haben eine Geräuschkulisse erzeugt und die haben eben auch diese Irritation erzeugt und wir haben gemerkt, jetzt stellen die Leute auf einmal Fragen, jetzt trauen sie sich auf einmal da ein Gespräch anzufangen oder auch ganz offen zu fragen, ich verstehe das jetzt nicht, warum ist das hier, was soll mir das sagen, was hat das überhaupt mit diesem Haus und dieser Geschichte zu tun? Ein Großteil der Arbeiten hat sich mit marginalisierten Geschichten weltweit befasst, auch mit der Frage, inwiefern diese Geschichten eben nicht Teil von nationalen Mythen, nationalen Narrativen werden und wo es sich aber vielleicht erstmal gar nicht erschließt, warum ist das jetzt hier? Ja, ich glaube, das war gegen mir auch damals nämlich so, dass ich da war und dachte und bei manchen Arbeiten sich total erschlossen hat, warum die da sind. Also du hattest diese Arbeit von Annette Kelm gerade gezeigt, die sich mit den Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten beschäftigt. Die hat so Fotoarbeiten, man sieht es hier nur aus der Entfernung. Das sind alles Buchtitel, die halt Verbrennungen zum Opfer gefallen sind. Und da, das war eine Eingangshalle, das ist eine sehr schöne Arbeit und es ergibt sich so natürlich sofort, warum es da ist. Und dann gab es Arbeiten wie zum Beispiel diese Arbeit von Diamond Stingley mit der Tür. Diamond Stingley ist Afroamerikanerin, lebt in New York, soweit ich weiß. Und da war ich erstmal so, okay, warum steht diese Arbeit jetzt hier? Also genau, ihr habt ja, wie ich das auch schon angedeutet habe, internationale Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die halt in ihren Arbeiten auch auf andere Verfolgungs- oder Genoziderfahrungen oder Marginalisierungserfahrungen eingehen. Wieso oder wie ist das zustande gekommen? Also ein Anliegen der Ausstellung war natürlich, die Gegenwart stärker in dieses Haus zu bringen. Die Tatsache, dass diese Ausstellung historische Dokumentation wiedergibt, eben auch sehr gedeckt gehalten ist, kann natürlich auch den Eindruck erwecken, das ist etwas, was ganz weit zurückliegt, was nichts mehr mit mir zu tun hat. Wenn ich was darüber wissen will, dann weiß ich, dass ich in dieses Haus gehen kann, aber wenn ich nach Hause gehe und meinen Alltag habe, dann weiß ich auch, das ist ganz weit weg. Also dieser Eindruck kann sich einstellen durch die Betrachtung der Dokumentation. Und da die Gegenwart stärker hineinzubringen, auch zu schauen, so wie betrachte ich von der Gegenwart aus die Geschichte, wie betrachte ich auch die Gemachtheit von Geschichte, wie frage ich auch, wer erzählt denn überhaupt die Geschichte, das war ganz wichtig. Und natürlich betrifft das in einer pluralen Gesellschaft, in einem Einwanderungsland wie Deutschland, auch ganz unterschiedliche Geschichten. Und auch natürlich die Frage, wer ist denn überhaupt Trägerin oder Träger von künftiger Erinnerung und wie werden auch andere Geschichten
präsentiert oder wie kann man auch andere Stimmen in dieses Haus hineinbringen, was ja doch natürlich die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Geschichte repräsentiert, aber natürlich trotzdem eine Perspektive ist, die aus der Geschichte heraus erzählt wird. Und das natürlich auch sich die Frage auftut, was hat das mit mir zu tun als Gründungsfrage dieses Hauses überhaupt oder als gesellschaftliche Frage natürlich, die uns beschäftigt. Und da auch zu fragen, wenn jemand sich als Teil dieser Geschichte fühlt, natürlich auch anders über diese Geschichten vielleicht nachdenkt, vielleicht auch darüber nachdenkt, kann ich selber auch was bewirken? Also das war schon auch ein Feedback, was wir oft bekommen haben. Jetzt sehe ich auch Geschichten, die mich betreffen. Wir hatten zum Beispiel eine Arbeit von Celi Metzilnik, der sich mit der Geschichte der sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter beschäftigt hat. Allein diese Dokumentation, das Stimmen, die oft nicht gehört wurden, die auch oft nicht den Eindruck hatten, es gibt überhaupt Gehör oder Raum dafür, ihre Geschichten zu sehen, die in dieses Haus oder in unsere Ausstellung mit einzubringen, war uns ganz wichtig. Gleichzeitig ist es natürlich auch nicht, jetzt haben wir uns nicht der Illusion hingegeben, da irgendwie ein repräsentatives Bild zu geben, sondern uns ging es darum, die Vielstimmigkeit abzubilden, die Vielstimmigkeit auch in den Medien oder in den Perspektiven auf ein Thema und da eben auch Räume zu öffnen, wie auch andere Geschichten Teil davon werden können, wie man Geschichten der Solidarität erzählen kann, wie man ja auch diese Geschichten integrieren kann, wie du ja auch schon gesagt hast. Tell me about yesterday, tomorrow, yesterday, durchgestrichen. Wenn Sie das sich merken, da gibt es eine tolle Publikation mit sehr vielen unterschiedlichen Texten und Blickweisen auf Erinnerungskultur heute. Im Januar hast dann dein neuestes Projekt am NS-Doku-Zentrum gelauncht, muss man sagen, weil es größtenteils digitales Format ist, das aber später auch in den physischen Raum übergeht. Und zwar soll in München-Neuaubing ein neuer Erinnerungsort geschaffen werden. Und ja, ich musst du gleich die Details klären, aber ich glaube, das NS-Dokumentationszentrum wurde eingeladen, diesen Ort mitzugestalten. Und jetzt der Vorläufer ist eigentlich eine Webseite, die das schon so ein bisschen einführt. Und in 2 Jahren soll das Ganze dann stehen. Das ist noch ein bisschen ein Weg dahin, aber ich glaube, diese Webseite gibt schon mal einen ganz guten Eindruck. Vielleicht kannst du erklären, wie das Projekt, worum es bei dem Projekt geht. Genau, wir rufen gerade die Webseite auf. Genau. Ja, das war jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem großen Ausstellungsprojekt, aber einige der Anliegen oder auch Intentionen begleiten natürlich unsere Arbeit seitdem und spiegeln sich natürlich auch im Programm des Doku-Zentrums ganz allgemein wieder und auch bei unserem neuen Projekt, was einen größeren Rahmen hat, wie Pia schon sagte, nämlich die Entstehung eines neuen Erinnerungsorts in München-Neuaubing. Und genau, dieses Digitalprojekt ist quasi der Versuch, einen Ort, der noch nicht da ist, schon virtuell zugänglich zu machen. Also ein Punkt, der vielleicht noch wichtig ist aus der Ausstellung vorher, was die Kunst auch für uns bedeutet oder die Arbeit mit der Kunst an dieser Ausstellung, war auf jeden Fall auch einen Dialog herzustellen, den Dialog zwischen der Geschichte und der Gegenwart. Und die Kunstwerke da wirklich sehr geholfen haben, diese Dialoge auch zu initiieren. Und das neue Projekt nimmt eben einige dieser Lernprozesse auch mit und hat aber eine ganz andere Ausgangssituation. Ausgangssituation ist eben ein ehemaliges Lager für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern im Stadtteil München-Neuaubing, das über sehr, sehr, sehr viele Jahre vergessen war. Es existieren dort noch 8 von ehemals 11 Baracken. Es ist das einzige so noch erhaltene Lagerensemble in ganz Süddeutschland. Und erst Anfang 2000 ist diese Geschichte des Ortes zum
zum Teil zumindest wieder sichtbarer geworden. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass diese Baracken Nachnutzung erfahren haben. Es sind Künstler, Künstlerinnen, Handwerker, Handwerkerinnen vor Ort, die diese Baracken nutzen seit den 80er Jahren, die zum Erhalt dieser Baracken beigetragen haben und die auch schon einzelne Stimmen zur Geschichte dieses Ortes eingesammelt haben. Es sind nämlich immer wieder Menschen dorthin gekommen, die gesagt haben, meine Verwandten waren hier untergebracht, es gibt Erzählungen, und die diesen Ort aufgesucht haben, aber es gab für diese Stimmen noch gar keine Anlaufstelle. Das Dokuzentrum existierte da noch nicht. Und auch die Stadt München wusste von dieser Geschichte noch nichts. Dann Anfang 2000 begannen die Planungen zu einem neuen Stadtgebiet, dem Stadtgebiet Freihamm. Es grenzt direkt an Neuaubing an. Neuaubing hat bis dahin tatsächlich auch den Stadtrand von München markiert, also daneben hat das Feld angefangen. Da ist man auch selten vorbeigekommen, weil da gab es ja auch jetzt keine Infrastruktur oder keinen Grund, sich dort aufzuhalten, wenn man nicht anliegend gewohnt hat oder wohnt. Und dann eben auch dieses Gelände in Betracht gezogen wurde für das Neubaugebiet und dann die aktuellen Nutzerinnen und Nutzer nochmal vehementer formuliert haben. Es ist ein historischer Ort, hier muss eine Recherche stattfinden. Die Bedeutung dieses Ortes ist wichtig und zu erhalten. Und das hat die Stadt München dann auch getan. Gab es ein erstes Gutachten und als dann klar war, das ist ein ehemaliges Lager, das zu den sogenannten Reichsbahn-Ausbesserungswerken in Neuaubing gehörte, hat es diesen Ort auch als schützenswert erkannt, das Gelände gekauft, mittlerweile gehört der Stadt München und dann, als das Dokumentationszentrum auch eröffnet hatte, auch die Aufgabe formuliert, dass das Dokumentationszentrum dort ein Erinnerungsort gestaltet. Und das ist ein Prozess, der jetzt eben schon seit 2015 läuft, der aber lange noch keine konkrete Form gefunden hat. Und wir jetzt im letzten Jahr das Ganze konkreter gemacht haben, beziehungsweise auch die Stadt natürlich konkreter gemacht hat, nämlich einen Architekturwettbewerb auszuloben, für den das NS-Dokumentationszentrum ein Konzept geliefert hat, das vorsieht, mit diesem Außenraum zu arbeiten, die Geschichte sichtbar zu machen, zwei der ehemaligen Baracken als Ausstellungs- und Vermittlungsräume zu gestalten, aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei diesem Projekt zu sagen, auch die aktuellen Nutzungen zu erhalten, also auch die Nachgeschichte mit einzubeziehen, auch den Umgang mit dieser Geschichte und das lange Vergessensein dieser Geschichten mit einzubeziehen in die Dokumentation oder auch die, in die Verhandlung dieses Ortes, was er bedeutet. Und dadurch eben auch so ein integratives Konzept eigentlich von Erinnerung an diesem Ort zu gestalten. Und jetzt komme ich zu dem Digitalprojekt. Das NS-Dokumentationszentrum hat aktuell noch keine Präsenz vor Ort. Die beiden Baracken, die Ausstellungsflächen und Vermittlungsräume werden, sind noch nicht öffentlich zugänglich, müssen auch erst saniert werden. Und wo wir jetzt mit Departure Neuaubing ein Projekt gestartet haben, das im virtuellen Raum stattfindet und wo die Frage auftaucht, wie können wir diese Geschichten, die mit dem Ort zusammenhängen, erzählen, wie können wir sie zugänglich machen, wie können wir auch diese Situation, dass dieser Ort auch dezentral gelegen ist, nutzen und haben das sogar eigentlich noch größer gedacht, nämlich dann diese Geschichte auch einzubetten in ihre europäischen Zusammenhänge. Also ganz oben sieht man den Untertitel Europäische Geschichten der Zwangsarbeit, also wo es uns ein ganz wichtiges Anliegen ist zu sagen, diese Geschichten haben eben nicht nur Deutschland betroffen, sondern es waren Millionen von Menschen aus unterschiedlichsten europäischen Ländern, die zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt wurden. Allein im Deutschen Reich waren 13 Millionen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die meisten aus den Gebieten der Sowjetunion. Wenn man die besetzten Gebiete dazu rechnet, waren es insgesamt 25 Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Also das sind Dimensionen, die man sich schwer vorstellen kann und wo eben auch
wenn wir jetzt wieder zurück zur Kunst kommen, die Frage stellen können, wie kann man denn angesichts dieser schieren Zahlen und Fakten diese Geschichten eigentlich erzählen? Und Erinnerung vermittelt sich, denke ich, über kommunizierte Eindrücke, über Bilder, über Erzählungen. Und da kann Kunst natürlich einen ganz wichtigen Beitrag leisten, diese Geschichten auch zu erzählen. Und bevor wir zur zweiten Frage kommen, vielleicht kannst du, Thomas, ein bisschen nach unten scrollen, weil jetzt sind wir quasi noch im Intro dieser Webseite, wo auch ja der Ort und der Zusammenhang im europäischen Kontext nochmal dargestellt wird, bevor man dann zu 6 künstlerischen Projekten kommt, die das Kernstück des Projekts sind sozusagen. Genau, also du hast es ja gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, dass ja vor allem Bilder und Erzählungen wichtige Mittel sind, um Erinnerungen weiterzutragen. Und ich glaube, das zeigt sich auch ganz gut in den künstlerischen Stimmen, die ihr hier eingefangen habt. Also es hat natürlich, Skulptur ist ja sehr schwer zu zeigen im Digitalen und Malerei, finde ich, ergibt sich auch nicht so. Also es sind viel Video, Fotografie, aber auch Texte. Vielleicht magst du kurz sagen, wie du auf die Künstler, also wie du deine Auswahl getroffen hast, wie diese Gruppe jetzt zustande gekommen ist. Also es sind 4 Künstlerinnen und Künstler beteiligt, ein Journalist und ein Gaming-Studio. Und diese Auswahl ist zustande gekommen dadurch, dass es natürlich einen klar vermittlerischen Ansatz dieses Projektes gibt und wir da natürlich eine sehr breite Zielgruppe ansprechen wollen. Also es ist jetzt gar nicht so sehr nur ein Kunstprojekt, sondern künstlerische Arbeiten sind auch Teil dieses Projektes, aber es ist sehr breit angelegt für verschiedene Alter, verschiedene Interessen, sich diesem Ort zu widmen. Und die Auswahl spiegelt vor allen Dingen die Geschichten dieses Ortes selber wieder. Also dieser Ort, das ehemalige Lager in Neuaubing, war eine Unterkunft für Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion, sogenannte ehemalige Ostarbeiter, Ostarbeiterinnen. Es war unter anderem ein niederländischer Zwangsarbeiter dort untergebracht und später auch sogenannte italienische Militärinternierte. Und ausgehend von diesen konkreten Geschichten haben wir uns den verschiedenen Projekten genähert, in die verschiedenen Räume und Zeiten Verbindungen hergestellt. Und wir sehen jetzt hier den Teaser zu einem Projekt von Franz Wanner, das sich jetzt nicht unmittelbar mit Geschichten von Betroffenen beschäftigt, sondern eher mit dem Umgang mit der Geschichte und dort auch nochmal die Frage, wenn wir über Zwangsarbeit sprechen, ist das natürlich auch eine Geschichte, die mit dem Wirtschaftssystem zusammenhängt und auch der Verantwortung von Unternehmen. Und er hat sich eben hier mit der Frage beschäftigt, wenn Unternehmen ihre Vergangenheit thematisieren, auf welche Weise tun sie das, in welchem Interesse steht das vielleicht auch. Dann ist natürlich auch eine Einordnung dieser Geschichte passiert durch das Projekt von Adas Tapuchi. Das sehen wir an dem oberen Bild, da ging es uns auch darum, das Wissen, das im Dokumentationszentrum schon da ist. Und seit 2015 finden wissenschaftliche Recherchen zu diesem Ort und der Zwangsarbeit in München statt. Diese Orte der Zwangsarbeit, von denen keine Spuren mehr vorhanden sind, auch wieder sichtbar zu machen. Das ist eine Stadtkarte, die Bilder von der Fotografin Adas Tapuchi vereint, aber vor allen Dingen auch zur kollektiven Erweiterung einlädt. Also ganz wichtig ist uns bei dem Projekt auch Schnittstellen zu schaffen, der Interaktion, die Bedeutung dieser Geschichten und des Ortes auch gemeinsam zu führen, auch gemeinsam zu verhandeln und dadurch auch Geschichte nochmal zu aktivieren. Also das heißt aber, dass die meisten oder eigentlich alle Arbeiten, Auftragsarbeiten, im Rahmen dieses Projektes gewesen sind oder ist die Arbeit Memory in Practice schon vorher, hat die schon vorher begonnen? Tatsächlich war es bei Adas Tapuchi so, dass sie
diese Arbeit, ist eine Serie, schon an anderen Orten realisiert hat, unter anderem in Berlin, in Poznan und in Krems, und wo wir sie genau aus diesem Gesichtspunkt auch eingeladen haben, auch diese Orte in München zu erkunden. Wir wissen mittlerweile von über 400 Orten der Zwangsarbeit allein im Stadtgebiet München. Also es war ein Phänomen, was allgegenwärtig war, sichtbar im Stadtbild. Genau, vielleicht können wir mal draufklicken, dass sich das so. Also sie geht wahrscheinlich, macht sie die Recherche in Archiven und guckt, wo die Orte waren und fährt die dann im Stadtraum ab und macht Fotos davon, wie die Orte heute aussehen. Also man kann hier dann immer auf die Karte klicken, also zum Beispiel auf die, genau, 318. Mhm. Okay, da ist jetzt erstmal nur die Adresse. Genau, da sieht man ein Bild von ihr. Tatsächlich war es so, dass bei den vorigen Arbeiten das die Initiative der Künstlerin war, die Recherchen dann von ihr passiert sind oder sie Historikerinnen, Historiker angefragt hat, mit ihr zu arbeiten. In dem Fall haben wir sie konkret eingeladen und hatten natürlich auch schon das Wissen über diese Orte und haben dann gemeinsam mit ihr eine Auswahl getroffen, um auch so ein bisschen ein repräsentatives Bild zu entwerfen, also dass es verschiedene Arten von Lagern gab, dass sie wirklich in jedem Stadtteil von München war, aber gleichzeitig natürlich auch das Anliegen, all diese Orte, all diese Verortungen auch in der Stadt sichtbar zu machen. Und Adas Tapuchis Projekt steht in dem Fall auch quasi für den Anfang dieses Projektes, weil sie natürlich ja auch da einen bestimmten Blick hineinbringt auf diese Orte, und das sind eben bei allen Orten banale, gewöhnliche Orte, Wohnorte, Orte, die wir alle kennen. Und es geht ihr ja genau um diese Marginalisierung der Geschichte, dass eben da heute nichts mehr sichtbar ist. Und durch die Kontextualisierung, die in dem Fall eben vom NS-Dokumentationszentrum München passiert, dieser Blick sich auf einmal ändert. Also man diesen Ort des Heute auf einmal ganz anders anschaut. Und dann gibt es unten einen kleinen Button, und da kann man dann selber ein Bild machen und selber hochladen, weil natürlich insbesondere für Menschen, die in München leben, man auf dieser Karte sehen kann, bei mir um die Ecke gab es also auch einen Ort der Zwangsarbeit. Ja, was ich noch, oder eine Frage, die wir noch formuliert hatten, die ich irgendwie auch noch vielleicht spannend finde jetzt zum Abschluss ist, ich glaube, uns ist jetzt relativ, oder wir haben einen ganz guten Überblick, wo die potenzielle Fruchtbarkeit von der Zusammenführung liegen kann. Aber hattest du auch Momente jetzt schon in deiner Arbeit, wo du gemerkt hast, ach, hier wird es echt schwierig, irgendwie mit der Kunst an die Geschichte heranzutreten, oder das irgendwie auch zu vermitteln, dass das wichtig ist? Also wo sind so die Herausforderungen, wenn man Kunst und ja auch Wissenschaft zusammenführt und Geschichte zusammenführt? Das ist ja nicht immer, also hier ergibt sich das natürlich sehr, fügt sich das ja sehr schön, aber es gibt bestimmt auch Momente in der Erstellung so einer Website, bei der Auswahl von KünstlerInnen oder auch im Team mit Historikern und Historikerinnen, wo wo das nicht so flutscht. Gibt es da irgendwie Sachen, wo du sagst, das sind immer schwierig oder das war schwierig oder so? Ja, natürlich. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es natürlich immer ein Prozess ist und ein Lernprozess für alle Seiten und dass es nicht selbstverständlich ist, dass solche Zusammenarbeiten passieren und dass man dann auch ganz schnell mit Fragen konfrontiert ist, die einem aus der eigenen Komfortzone auch bringen, wo man sich auch annähern muss, wo man vielleicht auch mal irritiert ist oder ja irgendwie der Zeitraum vielleicht dann auch nicht gegeben ist, wirklich alles zu besprechen. Also gerade bei dem Projekt waren wir daran gebunden, dass es innerhalb eines Jahres passiert, weil es von der Bundeskulturstiftung gefördert ist und Pandemie da war und dadurch irgendwie wir alle darauf zurückgeworfen waren, online miteinander zu arbeiten, wo man sich auch nochmal anders kennenlernt. Also ich glaube, das Vor-Ort-Sein bei der Summer School wird auch ein wichtiger Aspekt sein, wie solche Projekte auch gelingen. Und
ja, eben, es ist diese Annäherung auf beiden Seiten und ich glaube auch für Künstlerinnen und Künstler ist es ja nicht gegeben, sich oder ihre Arbeiten in einem solchen Kontext zu präsentieren. Also das trifft sowohl auf die Ausstellung zu, wie auf das Digitalprojekt, weil natürlich damit auf einmal ein ganz starker Rahmen gesetzt ist, wie diese Arbeiten auch gelesen werden, wie Lesarten auch auf Kunstwerke, die vielleicht gar nicht so eindeutig sein wollen, vorgegeben wird, wo ja diese Klammer noch mal ganz anders gesetzt wird, wo dann aber auch bestimmte Sachen nicht möglich sind, wo man vielleicht dann nicht zu sehr abstrakt arbeiten kann, wo ja vielleicht auch ganz andere Fragen an die Arbeit gestellt werden, als sie sich jetzt in einem Ausstellungsraum ergeben würden. Also das war auf jeden Fall eine große Herausforderung oder bleibt es auf jeden Fall. Und wo, glaube ich, trotzdem sehr viele produktive Fragen entstehen. Also du hast es selber eingangs schon gesagt und auch das würde ich sagen, was hat die Kunst damit zu tun? Das haben wir bei der Ausstellung gemerkt und es war auch unser Eingangszitat von James Baldwin, der sagt, the purpose of art is to lay bare the questions that are hidden by the answers. Also die Antworten sind gegeben, aber es stellt sich doch eigentlich vielmehr die Frage, welche Fragen gibt es noch oder welche Fragen können wir anders stellen? Und das haben wir auch bei der Ausstellung gemerkt. Oft kommen Besucherinnen und Besucher, die vielleicht gar nichts von der Ausstellung wussten, mit einer ganz konkreten Frage. Sie wollen was wissen zur Geschichte des Nationalsozialismus in München. Und nach Tell Me About Yesterday Tomorrow sind sie eigentlich rausgegangen, hatten viel mehr Fragen. Aber das ist ja total produktiv, weil diese Fragen natürlich wichtig sind und uns auch weiterbringen. Und in Bezug auf das Projekt jetzt würde ich auch sagen, dass wir auch ganz viel von den Künstlerinnen und Künstlern gelernt haben und uns auch nochmal unsere Fragen haben neu stellen lassen. Also vielleicht ein Beispiel aus dem Prozess war, dass es ein Künstler hat sich ein Zeitzeugeninterview angeschaut, das 2017 entstanden ist und ein Historiker im Haus meinte, na leider bringt uns das nicht so viel weiter, weil der Zeitzeuge hat schon sehr viel vergessen. Er wiederholt eigentlich immer nur wieder die eine und dieselbe Sache, nämlich dass es großen Hunger gab und er erwähnt immer die Kartoffel, die ihm aus der Hand genommen wurde. Und der Künstler hat das dann andersrum gedeutet und hat auf einmal gesagt, aber das ist doch die wichtigste Aussage. Es zeigt doch, wie essentiell das war, wie präsent dieser Hunger war und erzählt eigentlich viel besser über die Situation der Zeit, als das all die abstrakten Zahlen tun. Cool, danke. Ja, ich glaube, jetzt hattest du auch schon so ein bisschen meine letzte Frage mit eingebaut. Genau, was du, also Juliane hat übrigens Kunstwissenschaft und Soziologie studiert und ich hatte ihr noch als letzte Frage gestellt, wie sie unsere titelgebende Frage beantworten würde. Was hat Kunst damit zu tun? Ja, die Frage trifft mich jetzt nicht unvorbereitet. Aber trotzdem möchte ich sagen, dass das eine Frage ist, die wir ja kollektiv beantworten müssen oder was ja auch das Ziel der Sommerakademie ist, so wie du sie konzipiert hast, die Fragen eben nicht schon zu beantworten, sondern gemeinsam zu erarbeiten, gemeinsam zu stellen. Deshalb kann ich jetzt natürlich nur aus unserem Prozess sagen, oder ich habe es ja auch teilweise schon angedeutet, dass die Kunst für uns oft so ein Scharnier war, Fragen zu stellen, Dialoge zu eröffnen und auch Wissen nochmal ganz anders zugänglich gemacht hat oder auch anderes Wissen, andere Formen von Wissen zugänglich gemacht hat. Und gleichzeitig, was glaube ich auch noch wichtig ist, jetzt als Erfahrung aus diesen Ausstellungen, dass es auch nochmal hilft, das Medium selber zu hinterfragen, also auch die Reflexivität von der Erinnerung selber nochmal hineinzubringen, also auch zu fragen, warum setzen wir bestimmte Medien und Mittel ein, wie wir kommunizieren, wie reflektieren wir auch über Erinnerungskultur, was ja selber auch ein kulturelles System in sich ist und immer wieder andere Ästhetiken, andere Codes, andere Narrative hervorbringt. Wie können wir das auch reflektieren und wie ist das auch in der jeweiligen Zeit verortet? Ja, und ich glaube, da kann Kunst, nachdem es da eine enge Verbindung gibt, sich zu fragen, welches Material oder welches Mittel setze ich ein, um eine bestimmte Sache zu kommunizieren, kann da, glaube ich, auch
nochmal darauf hinweisen. Und was es, glaube ich, auch kann oder was wir versucht haben mit diesem Projekt, ist ja, sich auch zwischen diesen Polen zu bewegen, bestimmte Dinge zu entfremden, um sie nochmal neu zu sehen, aber gleichzeitig auch Partizipation zu ermöglichen und auch ja, mehrere Stimmen in diese Geschichten mit hineinzubringen. Ja, ich glaube, das ist bei meiner Projektvorstellung auch klar geworden, dass mir das auch wichtig ist, also eine Vielstimmigkeit herzustellen. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, gibt es Fragen von Ihrer Seite zur Summer School oder auch zum Vortrag oder zu dem, was Juliane hier vorgestellt hat von ihren Projekten in München von Ihrer Seite? Wir müssen vielleicht das Mikrofon rumreichen, damit eben auch wir das auch auf unserem Video haben, Ihre Fragen, wenn es die gibt. Das Projekt Departure Now Aubing ist übrigens online verfügbar. Wir haben hinten auch Postkarten ausliegen, also das können Sie auch gerne alles noch betrachten. Thomas, hier ist, glaube ich, eine Frage. Was mir aufgefallen ist, zu dieser Ausstellung, die bis 2020 in München zu sehen war, da hatten Sie ja die KünstlerInnen dargestellt. Emil Nolde, haben Sie da auch ausgestellt? Ja. Das hat mich sehr verwundert. Ja. Danke, dass Sie das ansprechen. Das ist ja, eine wichtige Arbeit gewesen, weil, und aus der Intention kommt Ihre Frage, vorher war die Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin, beziehungsweise ist die Geschichte von Emil Nolde auch schon länger bekannt, aber hat durch diese Ausstellung in Berlin nochmal andere Aufmerksamkeit erfahren, weil ganz lange Emil Nolde einseitig als der entartete Künstler, als Opfer des NS-Regimes dargestellt wurde und seine eigene Involviertheit an das System und auch sein Zuspruch zu diesem System lange verschwiegen wurde. Und genau aus dieser Debatte heraus haben wir eine Arbeit von Emil Nolde gezeigt, um genau das zu thematisieren, dass nämlich auch bestimmte Geschichtsbilder hinterfragt werden müssen, revidiert werden müssen und genau auch diese Diskussion zu führen, was bedeutet das dann? Und das war ja genau diese Zeit, als Angela Merkel sich dann auch entschieden hat, die Nolde-Bilder aus ihrem Büro abzuhängen und dann meinte sie, bevorzugt jetzt erstmal die weiße Fläche. Also genau auch diese Fragen zu stellen, was heißt das dann auch und inwiefern ja, kann man eben auch nicht Biografie und Werk voneinander trennen? Die Frage, was hat Kunst damit zu tun, wenn ich es mal vereinfacht darstelle? Für mich ist Kunst einfach eine von vielen Möglichkeiten, wo sie eine Gesellschaft ausdrückt. Sie drückt sich im sozialen Bereich aus, im wirtschaftlichen, im politischen, in allem Möglichen und natürlich auch im kulturellen oder im künstlerischen. Deshalb sitzen wir hier auch. Und insofern muss die Kunst zu diesem Thema etwas sagen, darf etwas sagen und ich bin dankbar, wenn sie etwas dazu sagt. Danke. Ja, wenn sonst keine Fragen gibt, letzte Chance. Ah, hier noch einmal. Ich würde das vielleicht ergänzen, denn wir haben ja nicht nur eine Arbeit hier von Fischli Weiß, sondern auch die Arbeiten von Ann-Sophie Sieden und Franka Hörnschemeyer in Neugnadenfeld, die sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Genau, und das haben wir vorhin auch noch besprochen vor dem Gespräch. Es gibt ja auch noch den Schwarzen Garten von Jenny Holzer. Also es gibt im Rahmen von Kunstwegen und Jenny Holzer ja auch schon davor in der Region auch noch weitere Werke, die sich mit Erinnerungskultur beschäftigen. Wir mussten jetzt natürlich so für die Summer School einen Schwerpunkt setzen. Ich glaube, sonst müssten wir ein einmonatiges Programm machen. Aber das stimmt, dass es natürlich noch weitere Werke in der Umgebung gibt, die man sich anschauen kann, die sich mit der lokalen, also mit der Geschichte im Allgemeinen, aber auch mit der lokalen Geschichte beschäftigen. Ja, dann danke ich allen, die gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass so viele da waren und ja, freue mich, wenn Sie sich auf dem Laufenden halten auf unserer Webseite und wie gesagt,
mal die Pacha Neuaubing online anschauen und oder teilnehmen wollen an der Summer School oder das gerne weitergeben an Leute, die potenziell teilnehmen möchten. Vielen Dank.